Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Two Worlds 2. In der letzten Folge haben wir noch ein bisschen gegen diese Groms hier gekämpft, wie ihr sehen könnt. Und wir haben auch so eine sehr komische Sprengfalle entdeckt, die 1000 Schaden macht. Und ich weiß nicht, vielleicht werden wir die mal anwenden. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, wie man die überhaupt benutzt. Benutzt. Taste 4 bis 0 ging schon. Taste zuweisen, okay. Bis dann hauen wir die erstmal auf die 4. Dann sollten wir sie wahrscheinlich auch recht am Ost halten, um schnell zu werfen. Okay. Das war sehr verkackt. Habe ich gespeichert? Sag mal bitte, dass ich gespeichert habe. Ja, ich habe gespeichert, okay. Das hat ja nicht so ganz funktioniert. Ich habe jetzt nicht ganz kapiert, wie es funktioniert. Hä? Na, klasse. Verdammt. Das ist irgendwie sehr komisch. Muss sie wahrscheinlich direkt auf die drauf werfen. Kann es sein, dass ich hier gerade völlig einen Mist mache und das Ding voll verschwende. Aber was soll's. Vielleicht sollte ich es auch direkt von hier oben werfen. Verschwendet. Okay, ich glaube, das werden wir ein anderes Mal machen. Ich werde die auf jeden Fall erstmal behalten. Auf jeden Fall da unten kommen wir erstmal nicht weiter, denn die Groms da sind zu stark. Deshalb habe ich ja auch noch entdeckt, dass hier so ein Teil hier ist. Altar für Aziral. Aha, steigert die Stärke, okay. Kommt mir auf jeden Fall alles ziemlich suspekt hier vor. Das Lager hier scheint schon leergeräumt zu sein. Von den Groms, die wahrscheinlich da drin sind. Können wir aber das alles hier mitnehmen, was die anderen hier fliegen gelassen haben. Warum bekämpfen sich denn Groms gegenseitig? Kann mir das vielleicht mal jemand erklären? Aber naja, mich soll es nicht stören. Hauptsache ich bekomme... Ah, hier haben wir noch so einen Oculus Draconis. Also... Oh nö, schon wieder mein Inventar voll. Das ist ja kacke. Solider Kampfstab. Weißt du was, dann können wir noch ein paar Sachen zerteilen. Dann haben wir, glaube ich, auch viel mehr Platz. Goblin, das ist so gut, das gute Goblin-Schild.
Und von denen haben wir noch eins zu Hause. Yo, 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 und davon haben wir zwei solche Schwerter. Mann, oh Mann, ne, findet man aber echt viel. Die haben auch viel Zeug hier. Hundeputzen ist nicht so geil, die Schwerter. Ah, vielleicht hebe ich sie mal auf. Schon so spaßenshalber. Das Ding ist auf jeden Fall schon mal besser, glaube ich. Lederkampfstab, zwei Handwaffe. Wenn ich den verbessere? Nein, das wollte ich jetzt nicht. Wo ist das dann nur? Ich weiß es nicht. Ich lasse den erstmal im Inventar und verbessere den erstmal nicht. Oh, 50 Auras. Mann, wir scheffeln hier aber richtig Geld. Bist du verrückt? Das mit dem Oculus, das muss ich noch ein bisschen üben. Okay. Sehen, was da Feines drin ist. Mana-Trank und Nagelbombe. Die Nagelbomben können wir nicht verwenden, aber dieses Oculus-Scheiß-Dings. Bums. Das müssen wir irgendwie. Irgendwie müssen wir das üben. Ich hau mir das jetzt nochmal auf die 4. Mach nochmal eine Schnellspeicherung und probiere das jetzt nochmal. Kann ich nicht. Alter! könnt ihr vergessen. Gegen die kommen wir nicht an. Wir kommen hier schon erstmal langsam ins Gebiet, wo wir keine Schnitte haben. Und da werden wir gegen die wahrscheinlich auch keine Schnitte haben, die da unten sind. Nee, das hat eigentlich keinen Sinn. Eigentlich. Aber wir haben hier zwei Questaufträge. So wie es aussieht. Aber der zeigt mir gerade nicht an, welche. Ach nee, das waren die Schreine, stimmt. Teleport zum Ohrklager. Vielleicht sollte ich da mal hingehen. Anstatt so dumm rum. Aber da kommen wir so ins Gehege zu diesem. Ins Gehege mit diesen anderen Groms, die so hart sind. Das wäre doch der Weg hier. Und ich sehe gerade, dass die Karte auch auf. Ach nein, das ist das. Okay. Vielleicht haue ich mir die Karte ja einfach mal auch mit hier auf so eine Taste. Die 5 zum Beispiel. Da habe ich dann auch immer direkt den Durchblick. Ja, da ging es nämlich rein und da komme ich nicht durch. Das können wir also vergessen. Dann können wir den eigentlich auch hier reinsetzen auf die 7. Dann haben wir den auch immer gleich.
Dann gehe ich mal wieder zurück zu Gotharios Lager. Zu Hause ist gemütlicher. Na, das ist Auffassung. Geh nochmal in unser Lager zurück. Hau mir da mal das Inventar erstmal wieder leer. Ja, schauen wir mal. Ach, dann wäre auch nochmal zwei solche Waffen. Siebenmal, aber nur. Können wir die ja mitnehmen hier. Und die auf jeden Fall zerlegen. 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 Das ist jetzt ein Sonnenschnapp, der macht 8 Schaden. Plus 0,6. Okay, der ist deutlich besser als diese hier. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie man den anwenden kann. Kann man da... Ach, da, weil das ein einzelner ist. Alles klar. Aber den können wir trotzdem mal verbessern. Dann ist der als einzelner gar nicht so stark. So schlecht, meine ich. Also es ist nur ein einzelner Stab, der aber auch einzeln viel Schaden austeilen kann. 9 insgesamt. Aber der macht eben nochmal 14 Einzelschaden. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Mann, hier wird man echt erschlagen. Von Dingen, die man tun kann. Oh, 22 Holz hier. Gibt es da keine bessere Möglichkeit, die hier rüber zu hauen? Als die immer einzeln anzudrücken? Das ist ein bisschen doof, finde ich. Persönlich. Was ist das hier? Ein Jade-Ring? Ach, die können wir auch noch tragen. Und diese eine Sache können wir auch weghauen. Also nicht weghauen, aber in die Truhe. Goblin Schild. Vielleicht kämpfe ich dann auch mal eine Weile mit Schild. Das ist so die Frage. Viel Zeug wir da jetzt schon haben. Nur 3 Leder, dafür 46 Holz, 27 Stahl und 22 Eisen. Krass, krass. So, jetzt können wir ja theoretisch gesehen mit dem guten Herrn da drüben reden. Und sagen, dass wir jetzt los können. Mit dem Leitstein scheint alles ordentlich zu funktionieren. Aber es gibt nur eine Möglichkeit, das mit Sicherheit festzustellen. Ach, du meinst, wenn ich Pech habe, finde ich mich auf dem Grund des Ozeans wieder? Nicht ganz. Der Richtungsstromwechsel zwischen Hatmandor und Bayan. Bayan, das ist ein Dorf zwischen Savannah und Hatmandor. Trotzdem würde ich dir zu leichtem Gepäck raten. Gibt es noch etwas, das ich wissen sollte? Wenn der Leitstrom unterbrochen wird, kann es passieren, dass du einfach irgendwo ausgespuckt wirst. Dann bist du auf deine Karte angewiesen. Sehr beruhigend. Was ist? Du bist doch so ein zäher Bursche. Ich arbeite inzwischen an dem Teleport weiter, damit er bald wieder voll funktionstüchtig ist. Also, ich würde sagen, du gehst jetzt lieber. Okay, okay. Mal sehen, ob das gut geht. Da sind wir nun also in einem kleinen Dörfchen in der Savanne. Endlich habe ich dich gefunden. Kira, wo bist du? Bist du hier? Uns bleibt nur wenig Zeit. Meine Kraft reicht nicht aus.
Warte, Kira. Geht's dir gut? Hilf mir. Kira! Jo, damit haben wir einen Teleport in Bayern Bitte, gefunden. Hast du was zu essen für mich? Ich kann mich kaum noch erinnern, wie Fleisch schmeckt. Viel habe ich nicht, aber hier, nimm. Diese Wurst kann ich dir geben. Ich habe noch nie etwas Besseres gerochen. Du musst verstehen, ich habe seit Tagen nichts gegessen. Wie soll ich dir nur danken? Wie kommt das? Warum habt ihr nichts zu essen hier? Ach, es ist diese Dürre. Früher habe ich in Oros gelebt, ein kleines Fischerdorf südlich von hier. Aber ein Orkan hat unsere Lebensgrundlage zerstört. Die Boote und auch viele Hütten. Dort konnte ich nicht mehr bleiben. Aber hier ist es auch nicht besser. Wir sterben vor Hunger. Was hält euch dann noch hier? Wir könnten nur nach Hatmandur. Die Tore auf dem Weg dorthin sind geschlossen. Wir sitzen hier fest. Aber du weißt, wie man hinkommt. Ich meine, wo Hatmandur liegt. Aber ja, nordwestlich von hier. Nur einen Tagesritt entfernt. Okay. Dann sollten wir wohl nach Hatmandur gehen und wir sollen uns nach einem Pferd umsehen. Und wir sehen schon auf der Karte, hier gibt es jede Menge Punkte. Aha. Den können wir nicht reden. Oder doch. So sahen doch immer die Händler aus, oder? Oder täusche ich mich da? Hier ist verschlossen. Bitte die Waffe wegstecken. Was? Ich mach da gar nichts. Ja, brenn mich ne an. Nur weil ich ein bisschen Du bist neu hier, was? Schlichen bin. Könnte man so sagen. Wie wär's mit einem kleinen Würfelspielchen? Glaub ihm kein Wort. Ich hab so gut wie alles verloren hier. Halt dein blödes Maul. Er hat nur verloren, weil er ein absoluter Vollidiot ist. Ist Glücksspiel überhaupt erlaubt? Aber sicher. Du findest uns Spielern ganz Antalor. Wir treffen uns an solchen Tischen und spielen. Wie sind die Regeln? Das hängt vom Spiel ab. Aber im Prinzip brauchst du die höhere Augenzahl, um zu gewinnen. Manche geben dem Tisch einen Stoß. Oh, das bringt doch mal eine eigene Dynamik rein, verstehst du? Kann ich den Einsatz ändern? Ich meine, während des Spiels? Aber sicher. Du solltest nur eins bedenken. Das ist der beste Weg, entweder alles zu gewinnen oder alles zu verlieren. Also Vorsicht damit. Wie oft kann ich spielen? So oft du willst, wenn du die Nerven dazu hast. Danke für die Einladung, aber im Moment lieber nicht. Vielleicht bevor du gehst? Ich denk drüber nach. Das war mein Wecker. Ja, und dieser Wecker läutet auch das Ende dieser Folge ein. Bis dahin. Ja, sind jetzt... Jetzt sind wir angekommen in einem kleinen Dorf in der Savanne, haben die Insel von den Orks und den Groms wohlgemerkt verlassen, denn dort sind wir leider nicht mehr weitergekommen, die Groms wurden irgendwann zu hart und haben uns einfach nur niedergeschmetzelt nach ein, zwei Schlägen. Ja, und jetzt sind wir hier angekommen und müssen uns nach einem weiteren Weg umsehen, um weitere Abenteuer zu beschreiten zu können, und auf jeden Fall ein Pferd sollten wir noch suchen, das habe ich mir gemerkt. Ja, und ob wir ein Pferd finden und ob wir auch uns mal solchen Glücksspielen widmen, das sehen wir dann in der nächsten Folge von Let's Play Two Worlds 2. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen, angenehmen Tag. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao. But there are so few left to remember.
The Orc Nation is bound to its fate, but our future is tied to another. Human, how can you be certain? Hope.